Ja, hi Leute, ich bin's Albert von wpr.de und hier auf der linken Seite haben wir einen Windows 10 PC, wie ihr praktisch gesehen im Buche steht, für unseren YouTube-Channel. Denn hier haben wir die aktuellste Insider-Preview bzw. die Technical Preview für Windows 10 installiert mit der Bildnummer 10130. Und auf der rechten Seite haben wir praktisch gesehen die Ausnahme, etwas, das auf unserem Channel ja jetzt nicht so oft zu sehen ist, nämlich die aktuellste Version der Developer Preview von macOS X, nämlich 10.11 El Capitan. Und wer sich gestern die WWDC, also Apples Entwicklerkonferenz, angesehen hat, ja, der wird wissen, dass einige Features von macOS X, die gestern vorgestellt wurden, irgendwo vorher schon existiert haben. Also eigentlich bereits seit Windows 7 gab es einige Features und auch Windows 8 hat diese dann deutlich verändert und auch in dieser Form gebracht, wie sie heute in macOS X zu sehen sind. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns heute quasi Apples Verständnis von der universellen Plattform an. Und wenn schon Microsoft die Features nicht auf OS X bringen kann, ja, dann macht's Apple halt selbst. Und dazu öffnen wir mal ein paar Apps. Das hier unter Windows 10 einfach mal. Und unter OS X habe ich schon einige vorbereitet. Denn hier ist die Startzeit etwas länger. Und ja, die beiden Betriebssysteme können jetzt mal unterschiedlicher nicht aussehen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise bei OS X hier auf den grünen Button gehe, hier mal länger drauf drücke und dann hier nach rechts oder links fahre, eben, ja, dann sieht man hier so ein hellblaues, quasi halbdurchsichtiges Fenster. Und dann habe ich auf der linken Seite quasi eine App angedockt. Und auf der rechten Seite sehe ich dann die anderen Apps, die ich noch andocken kann, nämlich Nachrichten, Microsoft Word, die Systemeinstellungen und den Kalender, die ich jetzt geöffnet habe. Und jetzt drücke ich einfach mal auf eine App. Ja, das geht jetzt nicht. Okay, dann nehme ich halt Nachrichten. Und dann habe ich hier rechts Nachrichten und auf der linken Seite den Browser. Ja, woher kommt euch das bekannt vor? Ja, richtig, Windows 8. Seit Windows 8 gibt es praktisch gesehen diese Fullscreen-Feature. Aber auch unter Windows 7 hat es eine Funktion gegeben. Und die zeigen wir jetzt mal unter Windows 10 vor. Denn hier ist sie auch sehr ähnlich. Denn wir gehen hier einfach nach rechts. Und dann werden uns hier auch die offenen Apps angezeigt. Schon seit Wochen ist es nämlich so, dass Windows 10 dann diese Apps auf der linken Seite anzeigt. Das heißt, ja, Microsoft hat das jetzt nicht innerhalb von 2 Tagen einfach mal so schnell nachgereicht. Das ist ja schon länger da. Und dann drücken wir hier auf den Browser und dann haben wir unsere sogenannte Split View, wo wir eben hier auf der linken Seite eine App haben und hier auf der rechten Seite. Und dieses Feature wird auch aufs iPad kommen und Windows 8 läuft bekanntlich auch schon seit 2 Jahren auf Tablets und dieses Feature gibt es natürlich auch für Tablets. Genauso, Apple hat das jetzt irgendwie auch für seine eigene Plattform adaptiert. Und das sind eigentlich die größten Neuerungen von macOS X, jetzt zumindest in dieser Developer Preview. Also ja, im Wesentlichen hat sich dann wirklich nur das verändert, wo man eben auf die Windows-Plattform aufgeschlossen hat, nämlich dass dieses Multitasking wirklich unter Windows hervorragend funktioniert. Aber wir sind ja jetzt nicht so, dass wir jemanden eines quasi Diebstahls oder eines Plagiats beschuldigen. Solange der Nutzer davon profitiert, ist es ja uns eigentlich ziemlich egal. Und letzten Endes zählt ja, dass der Nutzer eben das Betriebssystem zu verwenden hat. Da kann er sich ja auch aussuchen, welches er möchte. Und das ist einfach wichtig. Und es ist ja auch nicht so, dass Microsoft noch nie etwas von Apple abgeguckt hätte. Haben wir ja auch in Windows 10 so, wenn ihr beispielsweise hier diese Touchpad-Gesten hier anseht. Ja, also das da gab es vorher übrigens. Also nicht, dass jetzt jemand glaubt, Apple hätte das jetzt auch nachgereicht. Nein, das gab es schon seit macOS X Snow Leopard, glaube ich, dass man eben mit 3 Fingern nach oben fährt und nach unten wieder die Apps zusammenruft. Also ja, gegenseitige Inspiration ist ja auch nichts Schlechtes. Solange der Nutzer davon profitiert, ist es ja gut und wir sind ja auch zufrieden. Ja, wie ihr hier seht, sind wir ja auch nicht die größten Apple-Hasser bei wpr.de, haben ja selbst auch ein MacBook und letzten Endes geht es ja wirklich nur darum, dass der Endkunde diese Features bewertet bzw. dass er sie verwendet und ob er das jetzt auf Windows tut oder auf macOS X, ist uns ja herzlich egal.
Hier geht es ja wirklich nur darum, dass es nicht in 6 Monaten wieder heißt, ja, Apple hätte diese Features erfunden, wie es oftmals in der Fachpresse zu lesen ist. Aber jetzt ist es schon sehr offensichtlich, dass da Apple ein bisschen hinten nachläuft in Bezug auf die Features und vor allem auf Windows 10.